Achtung, Schnäppchenjäger. Unsere Concealer-Schwämmchen sind einfach nur klasse und der Renner bei uns. Man kommt wunderbar hier so in diese kleine Ecke rein. Man kann ganz toll auch unterm Auge arbeiten. So sehen sie aus. Aber, das kleine Aber ist, ich kriege die immer in so 50er Beuteln, habe da auch 3000 Stück von bestellt. Aber für mich ist da sehr viel Ausschuss dabei. Ausschuss, das heißt bei mir, dass unten der Boden nicht perfekt ist. Da sind schon mal Verfärbungen, hier ist es wahrscheinlich nicht so richtig aufgelöst, hier ist so ein kleiner Itchepippis dran. Also wenn die so sind, dann sortiere ich die aus. Die sind aber, man kann das ja auch hier sehen, von außen komplett intakt. Das heißt, die sind voll funktionstüchtig. Das ist tatsächlich nur ein kleiner optischer Makel hier unten an der Unterseite. Aber für mich Grund genug, um zu sagen, nein, das darf dann nicht den Originalpreis kosten. Deswegen kosten zwei Stück dasselbe wie einer. Also einer ist gratis. Und das, denke ich mal, ist dann wieder eine faire Geschichte. Das heißt, du bestellst diese beiden Schwämmchen, bezahlst nur einen und nimmst dafür in Kauf, dass die Unterseite nicht so schön aussieht. Weil selbst wenn man die irgendwo hinstellt, man sieht es ja noch nicht mal. Und das hier ist tutto completo, in Ordnung. Es geht nur um den Boden. Und deshalb Schnäppchenjäger aufgepasst, weil wenn man die Dinger benutzt, dann sind die ja voller Make-up, dann wäscht man sie aus. Ich habe jetzt auch mal welche in der Waschmaschine gehabt, das ging auch ganz prima. Und irgendwann verbraucht sich aber jedes Schwämmchen. Und da finde ich, macht das doch Sinn, dann direkt nochmal eins in Reserve zu haben, weil wenn die so stehen, dann sieht man das Pickelchen nicht. In diesem Sinne, Schnäppchenjäger jetzt zuschlagen, solange es noch welche gibt.